Herzlich willkommen zum Jägertex Highlight-Video unseres Auswärtsspiels beim SSV Ulm 1846 Fußball. Die Hausherren kämpfen um den Aufstieg und wir mussten einige Ausfälle verkraften und wollten uns nach dem Pokalsieg in Lehnertz voll dagegen stemmen und das gelang auch. Hier mal eine Situation, in der Ulm sich den Ball erobern kann. Bochelt zieht ab, aber deutlich über das Tor. Wir konnten immer mal wieder Nadelstiche setzen, wie hier auch der lange Ball von David Heiderkamm à la Save. Yannick Bandowski bekommt den Ball. Ein Haken, zieht ab, aber zu zentral. Der Keeper kann halten. Hier nochmal die Wiederholung dieser Situation. Abgezogen, aber in die Arme vom Keeper. Ulm dann auch mal wieder mit einer Situation, wo der Ball auch dann mal aufs Tor gehen sollte. Beck, aber Scholz ist zur Stelle, kann klären. Und die letzte Offensivaktion der ersten Hälfte hat unser TSV. Freistoß, Sasa Strujic stiehlt sich davon, kommt doch an den Ball, aber drüber, über das Tor. 0:0 zur Hälfte, wenig Chancen in diesem Spiel. Hier Ulm mal mit einem Angriff, ein Steckpass, aber nur durch Zufall kommt der Ball überhaupt zu Harris, der zieht ab in die Arme von Scholz. Traurig aber wahr, die beste Torschance der gesamten Partie ist nicht auf Video zu sehen, da stand die Kamera leider nur auf der Mittellinie, so konntet ihr nicht sehen, wie unser TSV beinahe noch den Auswärtssieg erzielt hätte. Hier seht ihr gerade, wie wir uns nochmal in alle Bälle reingeschmissen haben an diesem Tag. Dann kommt er zu Reichert, der zieht ab und Scholz ist zur Stelle, sichert uns auch das 0:0. Torloses Remis hier in Ulm. Danke fürs Zuschauen, die Interviews findet ihr bei YouTube.